Das meiste, das wir heutzutage sehen, ist gefiltert. Von weitem sieht vieles immer perfekt aus. Gerade in unserer Welt der sozialen Netzwerke sehen wir oft nur eine fehlerlos wirkende Oberfläche. Leben wie aus einem Bilderbuch und Menschen, die gar nicht mehr wirklich menschlich zu sein scheinen. Wir sehen meistens nur das, was uns bewusst gezeigt wird, doch uns ist oft nicht wirklich klar, dass hinter den Kulissen, abseits von Selfies und den ganzen perfekten Gesichtern, häufig ganz anders aussieht. Eine perfekte Scheinwelt kann von einer Sekunde auf die andere einfach in sich zusammenbrechen. Jeder von uns hat Seiten, die die meisten Menschen einfach nie zu Gesicht bekommen. Wir alle kämpfen mit uns und unseren Schwächen. Das ist echt menschlich und ungefiltert. Wir durchleben alle schwere Zeiten, wir kennen alle Angst, Trauer, Wut und Verzweiflung. Jeder von uns schaut auch mal in den Spiegel und sieht nicht sich, nicht das, was ihn wirklich ausmacht, sondern nur seine Fehler. Es gibt kaum jemanden auf dieser Welt, der nicht weiß, wie es sich anfühlt, verloren zu sein und wie es ist, sich allein zu fühlen. Jeder von uns führt Kriege gegen seine eigenen Dämonen. Wir alle verstecken immer wieder einen Teil von uns selbst. Aber wozu eigentlich verstecken, wenn all unsere Facetten uns zu dem machen, was wir sind? Wir haben alle unsere Fehler, aber das, was wirklich zählt, ist das, was wir im Herzen tragen. Genau das ist unser wahres Ich. Das ist, wer wir wirklich sind. Wir haben Hoffnungen und Träume. Wir fühlen, wir lieben. Wir sind ganz einfach am Leben. Wir machen Fehler und wir treffen auch mal die richtigen Entscheidungen. Wir fallen hin und wir stehen wieder auf. Aber egal, was wir durchmachen, was auf dem Weg gut oder auch nicht ganz so gut läuft, über welche Steine wir stolpern, das, was wir tief im Herzen tragen, ist das, was am Ende durch alles Schlechte hindurchscheinen wird. Egal, was es ist, das sich ausmacht, hab keine Angst, es der Welt da draußen zu zeigen. Wir haben alle viel mehr zu bieten, als das, was man auf den ersten Blick erkennt. Versteckt euch nicht, passt euch nicht an, nur um irgendwem zu gefallen. Und am allerwichtigsten, es ist nicht falsch, euch auch einfach mal ohne Filter zu zeigen.